Hey Gang Gamer, was geht ab? Heute mache ich ein Unpacking-Video, denn ich habe Post bekommen und da dachte ich mal, zeige ich euch im Video, wie ich es aufpacke. Und ich habe keine Ahnung, was drin ist. Okay, eine kleine Ahnung habe ich, aber ja, das Paket, übrigens sehr schwer. Ich schätze mal ungefähr 4 Kilo. Und das habe ich von Nemo bekommen und von seiner lieben Freundin. Und danke erstmal. Auf der anderen Seite, ihr seid echt gestört, Mann. Warum schickt ihr mir sowas Großes? Ich habe keine Ahnung, was mich da jetzt erwartet. Vielleicht springt mich ja irgendein Pimmel an oder so. Wobei, es scheint gar nicht so abwegig zu sein. Also, legen wir mal los. Schnippel das mal auf. Schnippel, schnippel, schnippel. So, Nemos Freundin war in Schweden und so wie ich es mitbekommen habe, haben die mir da ein paar Sachen gekauft oder so. Aber ich weiß jetzt echt nicht, was da alles drin ist. Oh, das ist wie Weihnachten. Oh Gott, ist da viel drin. Nee, nee, nee. Ah, wo fange ich an? Okay. Halbbröt. Halbbröt, das ist Metrag auch Korn. Det goda brödet. Das gute Brot, oder was? Ist das, sind das Kekse? Ich weiß nicht. Okay. Ich werde es gleich mal probieren, ja? Aber machen wir erstmal weiter. Smoothie, yay! Anscheinend irgend so ein Schokoriegel. Smoothie, also vegan ohne Mu. Mit karamellisierten Haselnüssen und so. Nom nom. Und da ist so eine Katze drauf. Süß. Okay, noch etwas. Kisa Pepper Kakor. Pepper Kakor. Credate Pagameldax Vis. Das verstehe ich sofort nicht. Das sind aber Kekse, Herzkekse. Okay. Best für Datum. Das heißt wahrscheinlich Mindesthaltbarkeitsdatum. Noch mehr Kekse. Ihr wollt mich mästen. Ja, ja. Okay. Ich dachte erst, es ist eine Coke oder so, aber irgendwie scheint es Apothekanes Julmust zu sein. Julmust? Was ist das? Ist das Apothekanes? Ist das irgendein Gesundheitstrank oder Hustensaft oder Julmust? Julmust. Alles klar, wird gleich mal gesoffen. Dann sich die coolste. Ich habe Kügelbären bekommen. Jetzt kommt alles raus. Ich mache nämlich gerne Bügelperlen-Zeugs. Aber so coole Drachen oder so. Also nicht jetzt nur so kindische Bilder, sondern ich mache da gerne coolen Stuff mit. Vielen Dank. Wir hatten drüber gesprochen, aber hättest du mir nicht kaufen müssen? Muss ich ja viel basteln. Oh Mann, da ist noch so viel drin. Ihr seid da total hier. Okay, Schokolade. Divine. Das ist dunkle Schokolade mit Mint Crisps. Oh, lecker. Ist das vielleicht... Vielleicht ist das wie After Eight. Obwohl ich den Namen nicht sagen sollte, Schleichwerbung. Und Dill und Graslöck. Was steht hier? Chipsfabrik Liga, Ivermland. Okay, alles klar. Das sieht einfach aus wie Chips mit Schnittlauch. Vielleicht. Nice.
Leckerol Juck Pastilles Wild Sour. Das ist total pink. Ausgemacht, das ist vielleicht Hustenbonbons. Hustenbonbons? Ich weiß es nicht. Mit Stevia. Cool. Was die da alles haben, Mann, das haben wir alles gar nicht so doll. Faith in Nature Coconut Hand Cream. Ah, endlich Englisch, das verstehen wir wieder. Handcreme. Nom nom. Das will man gleich essen. Okay, machen wir weiter mit dem kleinen Leckerol Original. Heißt es irgendwas? Aber nicht Lakritze, oder? Pastillaire mit Söttningsmittel. Was ist das? Ist das jetzt Lakritze? Sugarfree? Oder ist das ein Lutschbonbon? Wir werden es rausfinden. Get Raw Snack Better Licorice Bar. Also das ist auf jeden Fall irgendwas mit Lakritze. Da gibt es ja auch immer Ständig. Da gibt es ja auch immer Leute, die lieben Lakritze und Leute, die hassen es. Also ich kenne keinen, der irgendwie das so mittendrin mag. Wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ich mag's. Nüsse und Früchte gecrushed. Born in a small Swedish kitchen. Alles klar, weiß man Bescheid. Flower Power, süß, das sind glaube ich Gummibärchen einfach. Prozent Natur liegt Gott. Natürlich gut vielleicht, was ist? Nom nom. Nice. Gummibärle ohne Gelatine. Yes. Okay, was haben wir hier noch? Hurra! Hurra und dann das am Ende wie raw geschrieben. Alles klar, was ist denn das? Ist das alles riecht hier nach Kokos? Was ist das? Ah, Lippenbalm und ich habe ihn gleich zerquetscht hier. Super, Juli, gut gemacht. Nom. Das will ich auch gleich essen. So viel hier. Pulsing Raspberry und Gotchi Beere. Ein Brownie mit Beeren. Wie geil ist das? Oh mein Gott, der Winter kann kommen. Und der Speck auch. Nochmal Leckerol Raspberry Lemongrass diesmal. Also ich glaube, es sind Lutschbonbons. Jetzt sieht es aus wie Lutschbonbon. Auch mit Stevia gefüßt. Nice. Und die kenne ich. Good Stuff. Die sind echt richtig. Ich habe mir ein Haar mitgeschickt. Die sind richtig gut. Das sind auch so zuckrige Gummibärchen. Lecker, lecker. Oh Mann, das macht es doch total schwer. Und zwar hier Apfelsaft, auch mit Stevia gesüßt. Und hinten total Hipster-Look, richtig cool. Oh mein Gott, ihr habt mich ja voll versorgt für zukünftige Zockerabende. Ich habe mich schon gefragt, was ich beim Blade & Soul Zocken alles fressen soll. Aber jetzt habe ich wieder was. Oh Mann, ihr seid doch verrückt. Und hier ein Brief. Oh mein Gott. Jetzt kommt alles raus. Falls ihr es lesen könnt, liebe Grüße, Nemo. Soll ich es vorlesen? Hey Julia, hier unsere Ausbeute aus Schweden bzw. dein Anteil davon. Man könnte es auch als Gegenleistung für noch kommende Kekse sehen. Ja, stimmt, da war mal was, ich wollte Kekse senden, aber es kam nie dazu. Damit das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, sollten die Kekse aber verdammt gut sein. Schweden ist teuer, hahaha. Ist klar? Meine Kamera hat einfach aufgehört aufzunehmen. Ich habe keine Ahnung, wann.
Danke, Kamera. I love you. Ich habe jetzt jedenfalls hier noch Trinkerle bekommen und einen Brief. Haben sie dazugelegt und mir eine Checkliste geschrieben, wo sie dann immer dahinter noch notiert haben, ob man das essen kann oder nicht. Weil bei Sachen wie dem Lipbalsam zum Beispiel könnte man schon mal versuchen kommen, da reinzubeißen. Und dann haben sie noch dazu geschrieben, durch Nemo und Franzi verlesene Auswahl an Nahrungsmitteln und anderen tollen Sachen, V für Veganer geeignet. Aber pst, soll ja niemand wissen. Oh ja. Gut, ich verrat's keinem, alles klar. Ich hoffe, der Julmust ist nicht explodiert. Nein, der Julmust. Ich glaube, das ist voll das schwedische krasse Getränk. Soll ich's mal wagen? Auf eine Dose Surströmming habe ich mal verzichtet. Nicht nur, weil es Fisch ist. Ist da Fisch drin? Lecker. Hoffe, dir gefällt dein Weihnachtsgeschenk. Vielen Dank. Tja, ein Juliversal probiert schwedische Süßigkeiten Video ist jetzt hier bei diesem Unpacking Video mit dabei. Ich habe Hunger, deswegen kann ich mal anfangen. Und jetzt starte ich mit dem Julmust. Julmust! Was auch immer es ist. Ich könnte googeln, aber ich lasse mich jetzt mal überraschen. Es riecht schon ein bisschen nach so Hustensaft oder so, aber so almdudlermäßig, so nach Kräuter, aber hey, das ist voll geil. Was ist denn das? Was ist das? Kohlsyrat, Watten, Zucker, Vergemne, Naturlingum, Learum, auch Maltarum. Tut mir leid, da weiß ich jetzt leider nicht so genau, was das ist. Aber das ist Nom Nom. Das ist echt Nom Nom. Da ein paar Sachen probieren oder soll ich alle probieren? Ich weiß es nicht. Okay, fangen wir mal mit diesen Keksen hier an. Fairtrade. Ne? Die riechen einfach wie Spekulatius, ja. Schön. Nom nom. Schokolade mit Mint. Und ich bin jetzt echt gespannt, ob die auch tatsächlich so schmeckt. Ja, wie eine Firma, dessen Name oder ein Produktname, das ich jetzt nicht nennen will, was aber mit nach 8 zu tun hat. Goldenes Papier für die Juli. Sieht aus wie ganz normale dunkle Schoki. Es sieht zwar null aus nach Mint oder so, aber schmeckt total wie nach 8. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und jetzt hier unbedingt den Bio-Lakritze-Riegel. Was kann ich mir drunter vorstellen? Mit Nüssen und Früchten, die gecrushed sind. Wahrscheinlich einfach, ja, get raw. Einfach ein Rohriegel. Ein Rohriegel, alles klar. Nehme meine Schere. Mir ist auch ehrlich gesagt total warm. Die Sonne scheint. Ich habe einen Schal an. Das ist echt warm. Okay, das sieht gelb-grün aus. Mmh. Das ist voll genial. Der schmeckt so nach Nüssen, wie so ein Nussriegel, aber mit Lakritze.
Voll geil. Wash it down with your mist. Ich wusste letztens noch, was genau das ist. Aber ich muss jetzt noch mal googeln, dass ich weiß, was ich hier trinke. Ein Limonadengetränk, das hauptsächlich in Schweden gibt. Malzbier ungefähr so. Ah. Jules heißt Weihnachten. Und Paskmust heißt es dann zur Osternzeit. Alles klar. Hopfen und Malz ist drin. Wissen wir Bescheid? Malzbier ist sehr geil. Was kommt da jetzt auf mich zu? Ist das doch kein Brot, oder? Ist das Chips? Ja, wie so Brotchips, aber salzig. Also nicht süß. Und auch nicht krass gewürzt, also. Legitim. Ich frage mich ja, zu was die Schweden das essen. Ist das so Frühstücksbrot oder zum Knabbern wie Chips? Keine Ahnung, vielleicht wisst ihr das ja. Die mache ich jetzt nicht auf. Die kenne ich ja schon, die gibt es auch in Deutschland. Aber die sind richtig geil, falls ihr mal Interesse habt an einer Süßigkeit, die nicht so ganz ungesund ist. Das ist voll lecker. Lecker! Aber dafür probiere ich die Flower Power Süßis. Da drin. Blümchen. Blümchen. Sieht man das? Die sind echt nice. Auch von der Konsistenz. Oh, und das ist eine Rose. Die sind voll geil. Für so einen Zockerabend richtig gut. Rohe Schokoladenbrownie. Auch wie dieses Get Raw so ein bisschen, glaube ich, aber ohne Lakritze diesmal. Ist gutes Zeug, Leute, mit Nüssen und so, das ist richtig, richtig gut. Wash it down with your mist. Ja, meine Kamera ist wieder ausgegangen. Geil. Aber ich habe gerade das hier jetzt drin. Ist richtig lecker. Ich glaube, es ist zum Lutschen, denn kauen kann man das echt nur sehr schwer. Smackies, kommt das von Smack oder wie? Auf jeden Fall ist es Apfelsaft mit Stevia gesüßt und da ist noch eine Erdbeere. Ich weiß nicht, ob da jetzt auch Erdbeere drin ist. Finden wir es raus. Ein Glück hat die Kamera aufgenommen, wie ich hier reingestoßen bin, ja. Wenigstens das muss die Kamera mal auffallen. Okay. Schmeckt sehr leicht. Bisschen süß, aber nicht zu süß. Und erinnert mich an die Apfelsäfte in Griechenland. Da habe ich, wenn ich sowas trinke, dann schmeckt es so ähnlich. Das ist lecker. Meine Kamera ist gleich leer, deswegen danke für den ganzen Krempel. Ihr seid echt zwei Banausen. Keine Ahnung, wie ich es wieder gut machen soll. Ich werde euch irgendwelche Kekse backen. Ziemlich geil natürlich. Und ja, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, euch allen hat das Video gefallen. Hatte zwar nichts mit Games zu tun, aber mit dem Fressen, was Gamer auch gerne tun. Ich zumindest, ich bin ein Fresssack. Ich ergebe mich, ja. Ich oute mich, Fresssack.
Ja, das ist richtig nice. Jetzt habe ich wieder einen Vorrat. Danke nochmal und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie es euch gefallen hat, was ihr von den Produkten vielleicht haltet und ob ihr sowas vielleicht irgendwann nochmal sehen wollt. Ja, jetzt stirbt die Kamera wirklich. Oh Gott, oh Gott. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.